Der Antrag auf institutionelle Förderung ist inzwischen für das Jahr 2020 gestellt und die Auszahlung kann zeitnah erfolgen. Und das bedeutet, die Kammermitglieder können sicher sein, im Jahr 2020 keine Beiträge bezahlen zu müssen. Und wenn die letzten offenen Fragen zur Beitragsrückzahlung für die Jahre 2018 und 2019 geklärt sind, kann auch diese zeitnah beginnen. Mir ist außerordentlich wichtig, dass die Pflegekräfte selbst über die Zukunft der Kammer entscheiden. Die Frage zur Zukunft der Pflegekammer wird differenzierter gefasst und an den Anfang gestellt. Ich gehe davon aus, dass der Neustart im Juli erfolgen wird. Die Teilnahme an der Befragung soll dann bis nach den Sommerferien möglich sein. Für uns ist dabei klar, Frau Ministerin, dass Sie spätestens mit diesem Unwillen oder Unvermögen, es ist für mich nicht ganz klar, was es denn tatsächlich ist, diese klaren politischen Willensäußerungen dieses Hauses umzusetzen, dass Sie systematisch, habe ich den Eindruck, bei der Pflegekammer hintertreiben, dass Sie damit das notwendige Vertrauen, was man in einem solchen Amte haben muss, endgültig verloren haben. Und deshalb ist es aus unserer Sicht Zeit, wir haben das auch in den letzten Wochen deutlich gemacht, dass Sie diesen Platz räumen und ein Neustart in der Gesundheits- und Sozialpolitik gemacht wird. Und wir deshalb meinen, dass es richtig wäre, Sie würden zurücktreten. Fakt ist, wir brauchen nicht nur eine unabhängige, selbstverwaltete Pflegekammer, die endlich die Unterstützung bekommt, die sie verdient hat. Nein, wir brauchen auch eine neutrale, unabhängige Beschwerdestelle in Niedersachsen. Es braucht eine unabhängige Stelle, an die sich die Betroffenen wenden können. Was wir nicht brauchen, meine Damen und Herren, ist eine vermeintliche Beschwerdestelle im Moloch des Sozialministeriums. Nur eine unabhängige Beschwerdestelle bietet doch die Chance, die pflegerische Versorgung und Perspektiv, die strukturell schlechten Arbeitsbedingungen zu verbessern. Und da bietet sich die Pflegekammer mit ihrer fachlichen Expertise an, bevor weitere undurchsichtige Strukturen, die auch den Bürger nicht erreichen, aufgebaut werden. Das Ministerium lässt ein halbes Jahr verstreichen, bis auf öffentlichen Druck der Pflegekammer in einen offenen Brief hin etwas passiert, um sich dann an einen Verhandlungstisch zu setzen, um über etwas zu verhandeln, was wir im Dezember letzten Jahres beschlossen hatten. Das ist Missachtung des Parlaments. Und es ist nicht nur die Irreführung der vielen tausend Pflegekräfte in diesem Land, sondern es ist auch eine Veräppelung der Öffentlichkeit. Im Ende ist es Zechprellerei, was dieses Ministerium macht. Wohlmeinend könnte man nämlich zum Kapitel Pflegekammer sagen, erst hatten sie kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. Man könnte aber genauso gut feststellen, dass die Pflegekammer in der Tat mit traumwandlerischer Sicherheit von Fettnapf zu Fettnapf springt. Etliche Ungeschicklichkeiten der Pflegekammer habe ich nicht verstanden und kann ich auch nicht rechtfertigen, das muss ich auch nicht. Wichtig ist nämlich, dass die Mitglieder der Pflegekammer sich in ihrer Organisationsform wohlfühlen. Deshalb hat die CDU von Anfang an darauf bestanden, dass die Pflegekräfte, nämlich alle Mitglieder der Pflegekammer, über die Ausgestaltung ihrer Vertretung befragt werden. Ich gebe zu, kann auch gar keiner leugnen, es sind erneut Pannen und Fehler aufgetreten. Auch wir finden die noch nicht erfolgte Mittelzuweisung an die Pflegekammer und die wirklich verunglückte Umfrage nicht gut. Man muss auch die Ministerin nicht persönlich mögen, aber die Wahrheit ist, sie hat weder Schuld noch ist es ihr Versagen, dass Corona seit Ende Februar fast sämtliche Arbeitskapazitäten in Ihrem Haus bindet. Es ist nicht Ihre Schuld und Ihr Versagen, dass die Befragung durch den beauftragten Inklusionsbetrieb wegen Corona nicht fristgerecht losgehen konnte. Und es ist auch nicht Ihre Schuld, dass diese Befragung von außen sabotiert worden ist.